Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Und ja, wir fangen jetzt mit der nächsten Mission an, die Typhon Arena. Dunkelheit, Blindheit, Signalei, Schleier zerreißen, vernichten. Also ja, hier haben wir es mit etwas zu tun, was nicht mal das Schwarmbewusstsein richtig erkennen kann, weil irgendein Schleier drüber gelegt ist. Okay, wir sollen Kyras finden und töten, damit das Schwarmbewusstsein diesen Subsektor übernehmen kann. Also legen wir mal los. Truppen lassen wir wie immer so und dann geht's los. Sammelpunkte. Alle Einheiten, die von einer vorgelagerten Basis oder Kaserne gebaut werden, begeben sich sofort zum Sammelpunkt ihrer Armee. Ihr Sammelpunkt befindet sich bei ihrem Kommandanten. Also laufen alle meine Truppen direkt zu meinem Schwarmlord. Um den Sammelpunkt jederzeit zu enden, wählen Sie eine eroberte vorgelagerte Basis oder eine Kaserne und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neuen Ort oder die Einheit für den Sammelpunkt. Also Kommandant ist immer am praktischsten. Eigentlich, weil der immer ziemlich nah an der Front ist und da eigentlich alle Einheiten hin sollen. Dann gucken wir mal, was uns in dieser Mission erwartet. Ja, wir sollen Kyras vernichten. Und ich glaube nicht, dass er alleine ist. Ist die Frage, was ist bei ihm? Imperiale Truppen, Space Marines, Chaos-Anhänger? Ah, wir werden sehen. Und dann können wir den Subsektor überrennen. Jedenfalls kann dann das Schwarmbewusstsein den Subsektor erobern. Biologische Verbesserung unterwegs. Also dann wollen wir mal. Ja, hallo. Mach was. Nee. Jetzt geht's los. Okay. Dann gucken wir erstmal, dass wir den Truppen ihre Upgrades geben. Wird verbessert. Ah, die brauchen nicht unbedingt mit Stachelwürgern hier rumballern. Gleich mal die Ressourcen kaschen. Und dann geht's los. Wir sollen Kyras finden und vernichten. Dazu müssen wir erstmal zu dem Nest hier, weil einen anderen Weg gibt es im Augenblick leider nicht. Also los geht's. Ist ruhig hier irgendwie. Was ist das? Ihr hättet uns nichts finden sollen. Kriegsherr, durchhalten! Sie dürfen den Rat der Seher nicht stören. Das sind Elder. Das sind keine Space Marines, keine imperialen Truppen, das sind einfach Elder. Warum zur Hölle sind hier Elder? Na gut, sie werden komplett zerrissen von meinen Truppen. Die paar Banshees. Und auch der Ranger da in dem Turm. Nest bitte einnehmen. Ich sagte, das Nest einnehmen, dann macht das die machen das die Venatoren. Ihr ballert mal hier schön die Dinger auf. Geben wir gleich mal einen Kettenbefehl dazu raus mit der Shift-Taste. So. Gut. Da gibt es noch einen. Und okay. Mehr Schaden gleich mal für den Schwarmlord. Biologische Verbesserung unterwegs. Die Kiste schnappen. Held verbessert. Und weiter geht's. Nein, nicht daraus. Ich will hier oben rum. Hier ist nämlich ein Versorgungspunkt. Den hätte ich gerne. Dann kann ich nämlich Symbionten rufen. Und das völlig kostenlos. Oh, wieder ein Ranger. Blöde Scharfschützen-Infanterie.
So, diesen Punkt einnehmen. Siegziel gesichert. Und her mit den Symbionten. Zing. So. Symbionten sind da, die könnte ich bei Belieben sogar auflösen und neu rufen. Praktisch die Fähigkeit zu haben. Die Eindringlinge sind noch immer da? Wir werden sie angreifen, bevor wir verschwinden. Bereit machen! Solange das Warp-Portal versteckt und verhüllt bleibt, können wir Hilfe anfordern. Okay, der Feind hat ein Warp-Portal. Das sollten wir natürlich zerstören. Finden und zerstören, besser gesagt. Wobei wir wissen ja, dass es hier steht. Und dass der Feind uns da alles Mögliche jetzt gerade auf den Hals setzt, sogar einen Phantomlauf. Aber das meiste zerreißen wir einfach in der Luft. Das sind immerhin nur Elder. Ja, ich sage nur Elder. Das schwächste Volk im Spiel, meiner Meinung nach. So. Da gibt es noch einen Ranger da oben, der schießt auf meine Tyrantenwache. Ressourcenpunkt erobert. Das war so gar nichts bringt eigentlich. So, jetzt stürmen wir da oben das Portal. Oh, die Ranger haben Granaten geworfen. Okay, da ist ja das Portal. Einfach zerstören. Alles auf das Portal konzentrieren an Feuer, was wir haben. Jetzt wieder auftauchen natürlich. Genau, weg ist das Portal. Warmdorf kann mal den Energiepunkt ein. Oder holen wir uns noch die Kisten hier überall. Ressourcenpunkt erobert. So, Ressourcenpunkt ist erobert. Und dann hier hoch. Hier haben wir nämlich einen Schwarm. Einen Schwarm, wo wir neue Truppen einmal fördern können. Sogar die Schwerer. Transportpanzer vom Feind. Der macht aber auch gleich schnell den Abflug. Meine Generatoren sind super, die sieht so gut aus. Aua, da hat mich die Granate erwischt. Ich glaube, ich habe sogar einen Senator verloren gehabt, aber egal. Der ist schon wieder nachproduziert worden. So, Ressourcen aufsammeln. Und diese Banshees und Gardisten loswerden. So, da den Schwarm endlich einnehmen. Der baut sich auch schön auf. Ressourcenpunkt erobert. Und dann räumen wir hier auf, dass wir den Anforderungspunkt da einnehmen. Und dann geht's hier rüber. Damit wir den Rat der Seher vernichten können. Kriegertruppen können wir leider noch keinen ausbilden, weil wir nicht genug Bevölkerung haben. Uns fehlen zwei Bevölkerung. So, gut noch der und die Fahre. Anforderungspunkt wird gesichert. Ihr nehmt das ein. Ihr öffnet die Kiste. Ressourcenpunkt erobert. So.
Und dann geht's auf die andere Seite. Genau, gegen noch mehr Eldergeschmeiß. Die können sich zwar tarnen und Hinterhalte machen und sowas, aber ansonsten können sie gar nichts machen. Oh, meine Granatenwaffe sollte blieben. So, jetzt kann ich noch mal Sekunden anfordern. Und Krieger. Und ihr merkt, wir sind halt für den Lord. Nur Zielkanone. Noch mehr Symbionten. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder einen kleinen schönen Schwarm. Anforderungspunkt wird gesichert. Held wird verbessert. So, und am besten weg auf das Upgrade für den Helden. Ressourcen habe ich ja wieder im Überfluss. So. Die wegbomben. Und die loswerden. Sehr schön. Aua. Da war wieder so eine blöde Eldar-Granate. Aber jetzt geht's auf den Rat der Seher los. Die kriegen gleich mal eine Bombe ab. Jetzt müssen wir den Warp-Spin-X-Charge loswerden. Weil der teleportiert die sonst weg, soweit ich weiß. Werkpunkte, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Da das Gebäude wieder bauen. Oh, und der nimmt gerade gar keinen Schaden, weil er sich jetzt zurückzieht und sich wegtauchen will. Bereit machen zum Massenaufschwung. Ich werde den Rat in Sicherheit bringen. Haltet die Bogen zurück. Diese Eindringlinge dürfen den Rat nicht noch einmal finden. Ja, ja. Sterbt hier, ihr Elder. Jetzt hat sich der Rat hierhin zurückgezogen. Wir müssen ihn erneut finden und töten. Den ersten Rückzug können wir gar nicht wirklich verhindern. Das passiert einfach. Aber den zweiten. Jetzt können wir nämlich den Exarch töten. Und dass nicht irgendwelche Waffen. Venator fällt außer Gefecht. Dazwischen punkten. Oh. Phantomdrüsen. Die sind schon etwas härter, das ist. Hier weg da. Hier da unten auch weg. So. Komm, du stirbst jetzt auch noch. So. Ah, habe ich genug, um wieder eine Bombe loszulassen? Wird ausgeführt. Ja, das Ganze mal vorzubereiten. Okay, den braucht man jetzt Charge 4 töten. Und zwar so schnell wie möglich. Der wird jetzt umzingelt, zerfleischt. Ja, genau. So. Blinden, mörderischen Narren. Nenn uns ruhig Narren. Wir machen jetzt auch den Rat des Seher platt. Damit hat sich das für uns. Ihr werdet uns nicht mehr die Zielsicht trauen, beziehungsweise das Schwarmbewusstsein. Und wir haben was gewonnen, einen Gegenstand. Unser Team hat den Gegner besiegt.
Ja, Einsatz abgeschlossen. Typ von Arena. Einsatz erfolgreich. Jetzt können wir auch Brutnester bauen. Das Brutnest kann nun von der Fähigkeitenleiste aus errichtet werden. Ermöglicht das Tyrannen im Umfeld sich zu verstärken. Brauchen wir nicht unbedingt. Warp-zersetzende Biozidkanone. Als die Schwarmflotte Leviathan versuchte, Sondheim 5 zu verschlingen, musste sie feststellen, dass Dämonenprinz MK, der Wiedergeborene, die Welt bereits für sich beansprucht hatte. Angesichts der mächtigen Dämonen des Warps erzeugte das Schwarmbewusstsein ein temporäres Biomorph, um mit ihren aus dem Warp geborenen Leibern fertig zu werden. Nur soll meiner sagen, das Schwarmbewusstsein ist nicht anpassungsfähig. Man könnte wirklich sogar sagen, das Schwarmbewusstsein ist die höchste Intelligenz in der gesamten Galaxie. Mal vielleicht abgesehen vom Imperator, aber der ist ja leider nicht mehr wirklich lebendig. Der ist in einem Koma. Und wir nehmen die Carnifex-Erweiterung, Stachelschwein-Verbesserung. Erhöht die Gesundheit des Carnifex und gewährt die Fähigkeit, Stürme und feindliche Infanterie niederzutrampeln. Gewährt außerdem die Fähigkeit, Pheromonzysten. Genau das brauchen wir, nämlich dass der Carnifex etwas schneller wird.